So Leute, da geht's auch direkt weiter mit Sims 3 und es ist nicht wie angenommen ein Brand, sondern ein Einbrecher, wie ihr hier sehen könnt. Und ja, China, mach ihn doch mal fertig. Kämpfen. Okay, jetzt ist er berühmt, die China, nur weil sie jetzt den Einbrecher kennengelernt hat. können auch mit einem. Achso, die, ja. Die Polizei kommt gleich, gut. Oh, die schlagen sich hier. Los, kämpft euch. Können wir nicht das ausschalten hier? Nein, geht nicht. Ja, los, 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 los. Oh. Nicht miteinander sprechen, ah, der Dieb ist weg, gut. Der Einbrecher konnte wohl leider entkommen, aber das nächste Mal kriegen wir ihn ja, wenn die auch da nur doof stehen bleibt und mit der spricht. Und wie können wir diese Alarmanlage jetzt abschalten? Das verrät uns keiner. Hallo. Die fällt schon um, weil es nervt. Der Einbrecher ist nochmal hier. Oh, die prügelt sich mit dem Einbrecher. Bams. Mach ihn platt hier. Gehst jetzt nicht zur Arbeit, du machst ihn jetzt platt. Oh, und weg. Jetzt hat sie sich gefreut, oder was? Alarmanlage, dankeschön. Wenigstens funktioniert die Alarmanlage, das wissen wir schon mal. Aber schon ein bisschen störend, ne? Na gut, das war Maya. Ich soll sie als Freundin gewinnen, wenn sie bei mir einbricht. Na, das kannst du jetzt aber schön mal knicken, ne? So, ich weiß auch nicht, wie lange der Blumenregen anhält. Ich glaube, der hält ziemlich lange an. Oder halt ein bisschen. Und von daher, was wollte ich denn jetzt nochmal machen? Ich wollte euch außerdem, ja, sie geht jetzt mit duschen, weil es stinkt. Bitte nicht dazu singen. Noch etwas zeigen, denn eine Fee braucht ja etwas Bestimmtes. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo es das überhaupt zu finden gibt. Das weiß ich jetzt eigentlich auch gar nicht mehr. Deswegen gucke ich da mal kurz nach. Ich möchte eigentlich das Feenhaus ja, holen, kaufen. Denn eine Fee braucht eine Feenhütte. Das ist da aber nicht. Elektronik ist es, glaube ich, auch nicht. Nee, das wäre Schwachsinn. Was haben wir denn hier für Gelump? Ein Grammophon. Hau den Gartenzwerg. Da möchte ich euch auch mal kurz was zeigen, deswegen stelle ich das alles mal hier draußen hin, aber am besten, wenn es alles mal ein bisschen heller geworden ist. So, wir drehen das Ganze hier ein bisschen rum. So, dann das hier auch noch. Okay. Ich bin auf der Suche nach etwas Bestimmtem. Ist das jetzt hier wirklich bei Komfort? Alles. Betten. Es ist halt schon alles ziemlich lange her. Na, da ist es auf keinen Fall. Ist es bei Deko? Ja, wenn man nicht auf Anhieb weiß, wo sich das ganze Gerümpel befindet, hat man schon ein leichtes Problem, wie ich finde. Was sind das für gelumpte Bücherstapel? Braucht kein Mensch jetzt hier. Wayne-Kisten. Wayne. Alles egal, Wayne. Ja, Leute. Toll, ne? Ich bin so gut vorbereitet auf diesen Part, dass ich gar nicht mehr weiß, wo ich das Gesuchte finde. Ich denke mal hier bei Dekorationen nicht wirklich. Oh, schwierige Geburt hier. Auf jeden Fall muss es ein Supernatural-Zeichen haben. Denn es gehört der außergewöhnlichen Fee. Oh, wie viel Dekoration gibt's denn hier? Das ist doch der Hammer. So viel Gelump. Allerdings gibt's diese komische Bonnehilde auch hier drin. Aber nein, das war's auch schon wieder. Ja, toll, ne? Ich bin eigentlich jetzt auch zu doof irgendwie.
um das zu finden. Wollen wir ganz ehrlich sagen. Ah. Feenschloss. Ich habe das Feenschloss gefunden. Juhu. Das war irgendwo bei Komfort. Gibt es noch ein anderes? Gibt es nicht noch eine andere Feenhütte? Ich habe das Feenschloss gefunden. Yay. Kann man das auch reinstellen? Das kann man sogar auch reinstellen. Okay. Wie wär's mit... Hier hin? Kann man das auch ein bisschen drehen? Es geht nur hier hin, ne? Ich muss bitte eine Lampe wegmachen. Stellen wir denn das jetzt hin, damit es nicht zu klobig ist? Da hinten ist auch kein Platz mehr, ne? Das ist die scheiß Lampe. Jetzt möchte ich mal kurz was testen, wenn ich diese Lampe hier mal kurz auf Seite... Ach, das kann ich auch nicht... Oh, wie lame. Und jetzt passt aber dieses Viech da nicht mehr hin, ne? Die Lampe ist auch im Weg. Wo soll ich den schönen Kratzbaum hinstellen? Am besten zu der Katze hin. Ja. Ich habe hier wieder eine Organisation parat. Das ist der absolute Oberhammer. Das kann nicht mal an der Wand stehen hier. Na gut. Das sieht alles... Nein, das gefällt mir alles nicht. Wir schieben das gleich mal wieder kurz weg. Und... Ich stelle dieses Feenhaus einfach ins Wohnzimmer. Jawohl, weil da haben wir so viel Platz. Wir haben hier so tausende von Plätzen. Ich stelle es hier mitten rein. Gut. Dann gehen wir mal hier wieder raus. Jetzt brauche ich erstmal hier schon 10 Minuten allein, um... Naja, ihr wisst schon. Gut. Dann, was kann sie? Sie kann hier eine Feenparty veranstalten. Das sehen wir aber allerdings. Sie ist Pollenpunsch trinken, Nickerchen machen und all das kann sie hier machen. Also es ist wirklich ihr Zuhause und sie wird da wahrscheinlich auch öfter drin schlafen. Also armer Feindl, du musst jetzt wahrscheinlich das Bett ja, für dich alleine benutzen. Gut, ist aber auch nicht so schlimm. Die Katze hat schon wieder Hunger. Wir wollen ja auch nicht, dass sie hier stirbt. Die soll dann mal was essen. Und sie hat auch einen Harndrang, aber sie geht da jetzt schon aufs Klo. Genau. Und die muss schon wieder zur Arbeit? Ach nee. Oh, zu spät zur Arbeit gekommen. Bla bla bla. Gut. Ja, dann wollen wir mal hier ein bisschen noch die Alchemie recherchieren. Wir wollen ein bisschen die Fähigkeiten ausbauen. Die Fähigkeiten, mal gucken, wie weit sind wir denn da? Ah, ja, die Alchemie Level 6 haben wir. Gut. Aha. Sie ist ziemlich müde. Und ich wollte euch dann nochmal zeigen, wenn sie jetzt ein bisschen heller geworden ist. Sie macht jetzt hier voll die Party. Man hört nur lustige kleine Geräusche. Das Gelbe ist sie als kleine Fee. Es soll mal ein bisschen heller werden, weil da möchte ich euch noch einiges zeigen. Okay, jetzt dreht sie richtig ab. Oh, es donnert schon wieder. Gut. Feenparty zu Ende. Müde ist die auch noch. Oh. Dann soll sie erstmal schlafen, bevor sie hier irgendwas macht. Gut. Schlafen, schlafen, schlafen oder was? So, wo haben wir denn eigentlich unsere anderen Kandidaten? Er schläft auch. Was macht denn der Tommy? Ich habe ja bis jetzt noch den Überblick. Ah, der macht irgendwas Sportliches, weil er ja eine Sportlerkarriere haben will. Er ist durchsichtig, ein Geist geworden, oder was? Man sieht nur einen Regenschirm. Was ist das denn? Ah, ein Licht nur, gut. Der soll mal einfach nach Hause gehen, weil sonst erkältet er sich noch bei diesem Wetter. Und das ist bestimmt nicht so schön. Ha! Okay. Vielleicht war er ja auf der Arbeit. Das kann gut sein, dass er auf der Arbeit war. Und wie ihr seht, der Blumenregen hat schon aufgehört. Ach ja, ich wollte ja noch, ja, den Winter einstellen. Na, die Katze liegt da. Das mache ich auch gleich mal. Das kann man ja hier schön unter Option machen. Da gibt es hier nämlich dann einen zusätzlichen Reiter, Jahreszeiten und Umweltoptionen. Ich habe jetzt nur hier eingestellt, dass es nur den Herbst gibt.
Ja, machen wir nur den Winter und das ziemlich lange ist erstmal. Ich möchte das mal kurz runterschrauben. Und ja, gut. Der Winter. Aktivierte Wetter, Hagel, Regen, Schnee, Nebel, alles Celsius natürlich. Fahrenheit ist ja nicht bei uns. Und das machen wir okay. Und dann denken wir, oder da denke ich, es wird langsam dann Winter werden. Was dann auch unserem tatsächlichen Wetter entsprechen wird. So, ich will, dass es mal ein bisschen heller wird. Der Tommy hat sie gefüttert. Das ist aber sehr lieb von ihm. Was macht sie jetzt eigentlich? Die stehen alle beim Essen rum und, ja. Okay, sie ist immer noch müde, dann soll sie doch mal hier schlafen, noch mal kurz. Der Tommy, der sollte mal duschen gehen. Und danach ins Bett. Danach kann er von mir aus ruhig in sein gemütliches asiatisches Zimmer, wo das Bett gar nicht gemacht ist. Ja, es braucht das Bett auch nicht mehr machen. Er hat eine lustige Mütze auf, das ist bestimmt seine Arbeitsklamotte. Klamotte. Und ich mache, dass es ein bisschen heller wird, bla bla bla. Denn. Was ist das denn überhaupt? Was ist das denn für ein komisches Zeug hier in der Ding? Ach so, ist noch die Dekoration. Gut, die China soll mal. Soll mal. Hier was beim Greifarm machen und bei diesen Automaten. Hau den Gartenzwerg spielen. Das möchte ich euch nochmal kurz zeigen. Komm, 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 komm. Wo bist du? Ja, ich weiß, es regnet. So, Leute. Und jetzt kann sie doch mal ihr Können beweisen. Ich denke mal, ihr kennt das auch von Jahrmärkten. Einfach draufknüppeln, da kommen manchmal irgendwelche Würmer oder Maulwürfe raus oder Hasen oder keine Ahnung, Leute. Und man muss die Dinger bekloppen. Und. Oh, zur Arbeit muss sie jetzt auch noch. Okay, dann geh mal lieber zur Arbeit. Wer ist denn nicht bei der Arbeit? Oh, die sind alle, die müssen natürlich alle arbeiten. Er schläft noch, dann kann er das mal machen. Bams, bams, bams. Obwohl sie. Gut, dann soll sie erstmal zur Arbeit fahren. Ah, 3000 Punkte hat sie geholt bei Hau den oder Schlag den Gartenzwerg. Sie kann auch einen Vampir schlagen, einen Werwolf schlagen, eine Fee schlagen oder eine Hexe schlagen. Geh doch mal zur Arbeit, China, los. Ja, sie ist ziemlich müde. Sie macht keine Anstalten, zur Arbeit zu gehen. Ich kann sie auch nicht zwingen, weil sie ziemlich müde ist. Okay, jetzt geht sie. Danach soll sie erstmal einen Preis greifen. Es ruhiger angehen lassen soll sie heute. Und er soll neue Vorgehensweise vorschlagen. Und er schläft noch. Er hat's gemüht. Er denkt an Hähnchenschenkel. Ja, gut. Der Zeitungsjunge hat uns unser Zeug hinterlassen. Ich bin mal gespannt, wann es den ersten Schnee geben wird. Ich finde gut, dass sie die Wetteranimation ziemlich getreu gemacht haben. Also nicht auf einmal, es schneit plötzlich, sondern es muss alles langsam sein, weil der Schnee bleibt ja auch nicht sofort liegen und alles. Deswegen finde ich das schon sehr realistisch gemacht. Und ja. Los, Tommy, los, Tommy. Oh, er hat erstmal Hunger. Verständlich. So, es ist ja sowieso noch Herbst. Erst in 3 Tagen ist Winter. Früher ging es jetzt nicht, aber gut. So, ihr seht mal, wie das ist. Und dann soll er doch auch mal einen Preis greifen. Eine Fee kann besonders an diesen Automaten einen Trick anwenden, den ich euch auch noch zeigen möchte. Deswegen zeige ich euch erstmal das normale Zeug. Wir können auch mal zum Herbstfest gehen, was eigentlich jetzt vielleicht noch aktuell ist, alle zusammen. Wo ich ja letztes Mal vor verschlossener Tür gestanden war. Und ja. Ha, 5000 Punkte bei Hau den Gartenzwerg sammeln, ja klar. So, wir machen ein bisschen fast vorwärts. Jetzt zeige ich euch nur noch schnell das. Oh, 0 Punkte hat er bei Schlag den Gartenzwerg geschafft. Das müssen wir noch ein bisschen üben, Tommy. So, was bekommst du beim Greifer? Ja. Hat er jetzt was gewonnen? Er hat nichts gewonnen. Also da müssen wir noch ein bisschen üben, Tommy, bei solchen Geschicklichkeitsspielen hier. Gut. Ich würde sagen, er macht sich was zu essen. Ich verabschiede mich schon mal von euch und wir sehen uns dann demnächst. Tschüss.